Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Heute wollen wir mal über die neuen Fahrzeuge in Fortnite reden. Und ich sag euch, da gibt's richtig viele. Boah, was geht hier ab, Freunde? Zieht euch das mal rein. Wir rasen mit unserem Ghost Rider Bike einfach direkt in den Sonnenaufgang. Was ist mit dir, Sportsfreund? Gehst du hier öfter runter oder was? Ich weiß nicht, jetzt wo ich so überlege, was würdet ihr davon halten, wenn es mythische Fahrzeuge in Fortnite geben würde? Einfach so ein Ghost Rider Bike mit speziellen Kräften, dass es nur einmal in der Runde gibt. Lasst es mich gerne wissen. Aber starten wir jetzt mal mit dem Video rein, Freunde. Und zwar gab es in den vergangenen Wochen einfach eine Kooperation zwischen Fortnite und Rocket League. Ihr wisst, das ist derselbe Publisher Epic Games. Und die sind hingegangen und haben eine spezielle Lackierung für den Lamborghini rausgebracht, im Rocket League-Style. Ich muss sagen, ich bin im Kampflabor unterwegs gewesen, ich habe es leider nicht gefunden. Vielleicht war es das schon draußen, keine Ahnung. Schreibt gerne mal in die Kommentare rein, ob ihr das Ganze gefunden habt. Fand ich auf jeden Fall, sah ziemlich nice aus. Und es ist ja auch nicht die erste Lackierung gewesen, denn seit Season-Start haben wir ja noch eine ganz spezielle drauf. Die ist auch auf dem Battle Bus drauf. Und ich frage mich, ob es in nächster Zeit davon noch mehr geben wird. Ey, kann ich hier mal einen markieren? Kann mal einer brennen? Boah, tschüss, wie viele sind hier? Die Leute lieben dieses Gebiet. Was macht der denn da? Holst du einen wieder gerade? Hast du das in Zeitlupe? Oder was ist deine Mission hier? Ich treffe nicht. Was ist meine Mission? Tut mir leid, Bro. Hast du jemand wiedergeholt? Ist egal, da gehst du jetzt drauf. Ach so, und voll vergessen. Ich spiele gerade hier den Motorradfahrer. Das hat auch einen ganz speziellen Grund. Denn wir werden heute auch über die Motorräder sprechen. Da gibt es ja unnormal viele News zu. Was machst du hier? Lass mal den Wolf in Ruhe. Das ist meine einzige Mobilität gerade. Ich sehe auf jeden Fall keine Autos. Der chillt da unten schon. Ey, geh mal weg. Ich brauche nur einen Wolf. Aber bevor wir zu den Motorrädern kommen, ey, kommen wir jetzt erstmal zum Wolf hier. Lasst uns mal über die Surfboards reden, denn die sollen zurück in Fortnite kommen. Man weiß noch nicht genau, in welcher Version. Entweder gibt es neue Gleiter, die gab es ja letztes Jahr umsonst, oder aber, haltet euch jetzt fest, wir kriegen eine Kombination aus Hoverboard und diesen aktuellen Surfboards. Diese Hoverboards sind ja sowieso seit Jahren nicht mehr im Spiel drin gewesen. Ich glaube, das letzte Mal in Kapitel 1, was treibst du jetzt hier? Er ist doch der Typ von gerade. Na, hör mal, hör jetzt auf, hier auszurasten. Der Typ war komplett verwirrt. Was passiert hier? Die Leute drehen alle durch. Die freuen sich auf neue Fahrzeuge. Und die wissen jetzt gar nicht, was sie machen sollen. Den holen wir uns jetzt mit dem Drive-By. Wartet ab. Solange noch keine geilen Sachen drin sind, machen wir das eben so. Hä, wo ist der hin? Versteckst du dich vor mir? Hör doch auf, Junge. Der Hoverboard waren jetzt zuletzt in Kapitel 1 drin. Und ich glaube, viele Leute kennen das entweder gar nicht oder nur über den Kreativmodus. Da könnt ihr die auf jeden Fall testen. Und ich könnte mir vorstellen, jetzt zu diesem No Sweat Summer Event bringen die einfach Surfboards rein und die funktionieren ein bisschen wie die Motorboote. Das heißt, im Wasser würdet ihr ultra schnell sein und wenn ihr an Land geht, dann funktionieren die halt nicht mehr wirklich gut. Krass, Alter, was habe ich für Ideen? Ihr könnt mich gerne einstellen, Epic Games, wenn ihr Bock drauf habt. Hier irgendwo einer? Zeig mir die Wahrheit. Nein, hier ist keiner. Let's go, Freunde. Dann können wir über das nächste Thema reden. Und zwar Skateboards in Fortnite. Ja, ihr habt richtig gehört, demnächst können wir hier wie Tony Hawk rumfahren. Kennt ihr die überhaupt noch einer? Und zwar gibt es da verschiedene Anzeichen für. Hypex hat das Ganze schon ein bisschen geleakt hier. Oh mein Gott, der schießt hier auf mich. Okay, die haben richtig Bock drauf. Kann das sein? Boah, der kommt schon angeflogen. Beruhig dich mal, Bruder. So viel Information habe ich jetzt auch nicht darüber. Der will jetzt schon damit fahren. Oh oh. Okay. Okay, das fühlt sich gar nicht cool an. Hätte ich jetzt ein Skateboard, könnte ich damit auf jeden Fall abhauen. Tschüss, hier läuft ja gerade gar nichts. Ey, ich will nicht sterben. Leute, wartet mal kurz. Wir müssen mal ein bisschen Action-Action hier betreiben. Okay, chill mal. Ich will kurz Minis einnehmen. Ey, der lässt ja auch gar nicht locker hier, ne? Der da unten? Kämpft der gegen meinen Wolf oder was? Jetzt reicht's mir hier mit dir. Was hast du davon, Patrick, Alter? Was greifst du mich an, hä? Während ich hier Geschichten erzähle. Hättest du mal lieber zugehört. Das ist ein anderer Typ. Kann es sein, dass mein Wolf den angreift? Lol, was machst du denn hier, Wolf? Ey, du bist ja der korrekteste von allen. Scheiß mal auf Motorräder und so. Ich brauche nur meinen Wolf. Vielleicht holt er den jetzt wieder. Dann können wir nochmal über die Skateboards reden. Und zwar ist eine erste Animation aufgetaucht. Ich werde das hier auch mal einblenden. Wie diese Teile funktionieren. Und es ist am Ende wie erwartet. Ihr lauft halt ein bisschen, schwingt euch aufs Skateboard drauf. Ey, jetzt kommt der doch raus. Jetzt geh drauf, Junge. Was ist deine Mission? Willst du hier stören oder was? Dann sieht man in der Animation auch, dass man mit dem Skateboard springen kann. Vermutlich wieder mit Trickpunkten. Und jetzt wird's richtig spannend. Denn zum Sommer-Event bekommen wir ein paar neue Locations. Und eine davon wird eine Halfpipe haben. Und ihr wisst selber, Skateboard und Halfpipe, das passt einfach wie die Faust aufs Auge. Und das könnte wiederum bedeuten, dass wir vielleicht schon in der nächsten oder übernächsten Woche Skateboards in Fortnite bekommen werden. In Rette die Welt gibt es übrigens auch schon ein ähnliches Item, wobei mich das ziemlich stark an Zurück in die Zukunft erinnert. Auch der Typ, der da drauf ist, das ist einfach Marty McFly, oder? Halt mal gerne in die Kommentare rein und auch, was euch besser gefallen würde. Surfboard oder Skateboard? Weißt du was, Auto? Ich brauche dich jetzt leider nicht mehr. Demnächst kommen geilere Sachen rein. Hau rein, Bruder. So, Freunde, seid ihr bereit? Wir fahren jetzt mit dem Motorrad. Reicht mir jetzt. Hör auf zu Clickbaiten, Wannabe. Spaß.
Motorräder gibt es doch noch gar nicht in Fortnite. Aber es gibt Hinweise darauf, dass sie noch in dieser Season reinkommen sollen. Und zwar reden viele Leaker davon. Und falls ihr mal auf YouTube geguckt habt, es gibt schon hunderte Videos dazu. Die schreiben teilweise sogar in die Titel rein, dass die Motorräder jetzt schon in Fortnite sind. Ich weiß nicht, welches Spiel die spielen. Ich weiß auch nicht, was der hier gerade macht. Aber ich kann euch sagen, also Motorräder habe ich jetzt noch nicht gefunden. Weder im Spiel noch in deren Videos. Das sind halt alles Fake News. Was wollt ihr dagegen machen? Meint ihr, ich kann den runterschießen? Ist denn auf Ehrenlos Edition hier gerade? Oh mein Gott, wer schießt hier noch auf mich? Das ist Instant Karma. Ey, der ist nicht mal gestorben. Das Krasse an der ganzen Motorradgeschichte ist, möglicherweise haben wir die Motorräder bereits gesehen. Ey, ich rede davon, der kommt sofort raus. Chill mal, Bruder. Ich habe keine Motorräder. Jetzt kommt der auch noch. Hallo? Halt dich mal raus hier. Ich bin zwar ein Motorradfahrer, aber ich habe keins. Der spinnt ja wohl ein bisschen. Jetzt kommt der andere auch noch, oder? Ey, Bruder. Ich habe versucht, dich runterzuschießen, abzuknallen. Der Typ ist wie Homelander. Hör doch mal kurz auf, Bruder. Wenn ihr mal ganz genau in den Fortnite-Trailer reinguckt, Frame für Frame, da seht ihr einfach so ein Gerät, das sieht ein bisschen aus wie ein Roller. Vielleicht sogar von Deadpool, ich weiß nicht genau. Und möglicherweise ist das das Motorrad, was wir in Fortnite bekommen werden. Es wird ein Zweisitzer sein. Ich gehe mal davon aus, die hintere Person wird wahrscheinlich schießen können. Der Vordermann wird das Ganze nicht können. Ihr könnt mit dem Teil aber driften und sogar Boost benutzen. Ey, das wird geisteskrank werden. Stellt euch mal vor, die bauen dann noch so Rampen ein. Die gibt es ja teilweise auf der Map schon. Wir können so hunderte Meter fliegen. Ey, was passiert hier gerade? Ich bin selbst da schon hyped drauf. Ey, ich baue schon wieder Unfall. Was wir auf jeden Fall diese Season 100% bekommen werden, ist ein ganz spezielles Item. Und zwar der Sattler. Das ist jetzt kein Fahrzeug, sondern wirklich sowas wie die Spidey-Fähigkeiten. Hat aber mit Fahrzeugen zu tun. Und zwar solltet ihr euch damit an Fahrzeugen und auch an Tieren festmachen können. Ähnlich wie ich das jetzt hier gerade mit den Spideys mache. Mein Problem mit dem Sattler ist nur irgendwie, ich check nicht, warum wir den brauchen sollten. Weil wenn der all das kann, was die Fake-Spideys können, dann brauchen wir dieses Item doch überhaupt gar nicht. Damit kann man sich auch an Fahrzeugen festmachen, an Tieren und noch viele mehr. Aber ich gehe nicht davon aus, dass Fortnite Items reinbringt, die keinen Sinn machen. Hat es das überhaupt schon mal gegeben? Ich weiß es gar nicht mehr. Ach, guck mal einer an. Wen haben wir denn da? Ein kleiner Unruhestifter. Alter, was war denn mit dir los, Bruder? Übrigens, falls ihr den Sattler noch gar nicht gesehen habt, dann kann ich euch den jetzt mal einblenden. Und zwar könnt ihr den im Trailer bereits sehen. Da hat sich jemand mit diesem Sattler an einem Motorboot festgemacht. Alter, und ich fliege hier einfach mit dem Ali-A-Emote. Okay, ist halt ein bisschen komisch, dieses Item. Aber angeblich sollen ja auch die Klombos zurückkehren. Und man soll auf den reiten können. Was ihr mit dieser Information anfangt, das kann ich euch nicht sagen. Oder beruhigt dich doch mal. Ich kann doch auch nichts dafür, dass die Klombos nicht drin sind. Oh, Angriff von allen Seiten. Kurz einfach mal den Konzentrationsmodus anmachen. Gefühlt schießt die ganze Fortnite-Karte gerade auf mich. Ey, darf ich mal Minis einnehmen? Das ist schon das zweite Mal heute. Die Banane, die hat eine Mission, die will mich runterschießen. Da ist auch noch einer. Der baut hier einen Wolkenkratzer. Nimm das hier, Banane. Oha, der kommt hier wirklich angelaufen. Komm mal runter, Bruder. Komm runter. Komm mal runter von deinem Fame hier. Scheiße aus, hä? Wenn man vom Gejagten jetzt zum Jäger wird. Ey, ich glaub das nicht. Hört doch mal auf. Ich bin doch nicht der Einzige hier. Okay, der rusht mich. Der ist gar nicht so übel. Aber nicht gut genug, Bruder. Und jetzt wird die Banane draufgehen. Sag gute Nacht, Banane. Du musst leider schlafen gehen. Ich glaube, das waren hier alle. Kann das sein? Alter Schwede. 6 Gegner noch. Wir haben 14 Kills. Wenn wir alle killen, können wir einfach eine 20er Bomb schaffen. Aha. Können wir ein bisschen Ärger da hinten machen. Kann das sein? Ja, okay. Er baut halt direkt zu, Bruder. Chill mal. Oha. Fortnite hat doch auf mich gehört. Ihr seid die Besten. Einfach ein Airdrop. Danke sehr. Okay, Freunde. Endzone ist angebrochen. 5 Leute noch am Leben. Lasst uns jetzt mal über eine ganz spezielle Fähigkeit sprechen, die demnächst in Fortnite reinkommen wird. Und die verhält sich ein bisschen wie das taktische Sprinten und das Klettern. Und zwar rede ich hier von Inliner-Fahren. Beziehungsweise Rollschuhfahren. Oh mein Gott, was treiben die denn da? Lol, er hat ihn eiskalt gekillt mit dem Lichtschwert. Kann das sein? Was bist du denn für einer? Oh mein Gott, ich dachte, das spielt gar keiner mehr. Das Rollschuhfahren soll so ein bisschen wie die Sliden-Animation funktionieren. Und zwar, wenn ihr den Berg rauffahrt, dann sollt ihr extrem langsam sein. Andersrum ist es aber so, wenn ihr den Berg runterfahrt, seid ihr wiederum extrem schnell mit dem Ganzen. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt drauf, wie die das Ganze am Ende umsetzen werden. Denn es soll ja, wie gesagt, eine Fähigkeit sein. Steckt er sich jetzt da drin? Rudi, komm mal raus. Ich hab doch gar nicht so viel Schaden gemacht, kann das sein? Ich sag euch, der wird jetzt sehr, sehr gerne mit der Rollschuhfahranimation abhauen. Aber so nicht, Bruder. Du wirst jetzt draufgehen. Oha, oder auch nicht. Wieso schießt der ganze Server auf mich? Ihr Ehrenlosen. Zeit für den Angriff, Leute. Guckt euch das bitte an. Ich kann wieder bauen. Das sind nicht sogar die Typen von gerade, die mich ärgern wollten. Oh mein Gott, der ist so down. Komm mal her. Hol dir den Schuss ab. Alter, renn die Fresse rein. Was mit deinem Teammate? Da ist einer. Oh mein Gott, der hat keine Chance. Guckt euch das an. Ey, ich liebe diese SMG. Die ist heftig krank. Der heilt sich da, glaube ich. Kann das sein? Ey, Bro, bist du im Auto drin? Ey, der macht gerade meine Taktik. Hat er mir live zugehört? 2 Leute sind noch am Leben. Das ist, glaube ich, der Mate von ihm und der heilt sich im Auto.
Das gibt's doch gar nicht. Der schießt sogar vom Beifahrersitz. Sehr gut, die fighten gegeneinander. Ich kämpfe gegen den Gewinner. Ey, du holst den jetzt hier nicht wieder. Ich glaube, du spinnst wohl, oder? Oder? Soll ich den wiederholen lassen? Nee, komm, ich bin lieber ehrenlos. Komm mal da raus jetzt. Ihr macht Einzelkampf. Das war knapp. Das war richtig knapp. Jetzt haben wir unseren Einzelkampf. Let's go. Was macht er hier? Ey, hör doch auf. Komm raus, Bruder. Du musst jetzt so aufpassen, dass du mir keine Bombe verpasst. Hast du das eigentlich? Wo bist du? Oh mein Gott, er hat mit der Bombe verpasst. Das ist gar nicht gut. Ich gehe nach oben. Ich sag euch, wenn ihr am Ende Highground habt, ihr habt gute Möglichkeiten, das Ding zu gewinnen. Ich würde mal sagen, zu 80% habe ich das Ding. Oh Gott, der ist da unten eingebaut. Das war's. Hau rein, Bruder. Der geht außerhalb der Zone lang. Hä? Das habe ich ja nie gesehen. Das wird er nicht überleben, oder? Das ist der Epische. Digga, wo ist der? Was bist du denn für ein Crazy Boy? Ja, wenn ihr das jetzt auch gewinnt, ne? Ich spiele nie wieder Fortnite, ich sag's euch. Dann war das mein letztes Video hier. Er ist da unten. Komm runter. Und let's go, Freunde. Epischer Sieg. Leider nur 17 Kills. Wir waren sehr, sehr nah an den 20 dran. Naja, egal. Wenn es euch gefallen hat, Freunde, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Checkt meine anderen Videos ab. Haut rein. Bis zum nächsten Video.